Bildmoderatorin Nina Schenk zerlegt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock komplett und vor laufender Kamera und hält diese Frau für das Amt des Außenministeriums für absolut ungeeignet. Doch was sie dann noch enthüllt über Annalena Baerbock, glaubst du nicht, wenn du es nicht selber gesehen hast. Wir schauen uns diesen Ausschnitt einmal an, also unbedingt dranbleiben. Los geht's. Nicht rasend, aber wütend. Ich frage mich, okay, jetzt haben wir eine Außenministerin, die Annalena Baerbock heißt. Was befähigt denn eigentlich Annalena Baerbock dazu, Außenministerin zu werden? Also sie hat ihr wirklich einen grottenschlechten Wahlkampf geführt. Dann hat sie ihr Buch in Teilen abgeschrieben, ihren Lebenslauf beschönigt, vergessen Nebeneinkünfte zu melden. Die Liste ist lang. Die ist jetzt unsere Außenministerin, eine Frau mit einem Glaubwürdigkeitsproblem in der eigenen Bevölkerung. Ich frage mich wirklich, was soll das? Ich finde, herausragende Ämter benötigen herausragende Persönlichkeiten. Und wenn Annalena Baerbock in meinen Augen eins nicht ist, ist es herausragend. Vielleicht darin, ja, ich weiß auch nicht, ich würde es ja schon als Betrügen sagen, wenn mein Buch in Teilen abschreibt, ich habe es eben schon aufgezählt. Ich würde mir wünschen, dass es endlich nicht immer nur noch nach Parteipolitik geht, sondern auch nach Können und nach Leistung. Und Außenminister hätte in meinen Augen nach dem Wahlkampf, nach dem Desaster in den letzten Monaten wirklich jemand anderes machen müssen. Oder können wir nicht als Deutsche erwarten, jemanden zu haben, der es zumindest schafft, einen wasserdichten Lebenslauf hochzuladen? Wow, das hat richtig gesessen. Da hat die Moderatorin absolut recht, wenn sie sagt, dass Annalena Baerbock gerade für das Amt des Außenministeriums absolut ungeeignet ist. Annalena Baerbock schießt sich einen Bock nach dem anderen und gerade ihr eigener Lebenslauf war an allen Ecken erstunken und erlogen, wie sich herausstellte, sodass er mehrfach wiederholt immer und immer wieder korrigiert werden musste. Ein Fehler in einem Lebenslauf kann ja mal passieren, aber im Fall von Annalena Baerbock sind es nicht nur ein Fehler, sondern es waren schon mindestens 7 Fehler. Ihr habt richtig gehört, meine lieben Zuschauer, 7 Fehler in einem Lebenslauf und das von einer Ministerin, die eines der wichtigsten und wenn nicht eines der höchsten Ämter bekleidet, die es in Deutschland gibt. Hier heißt es, Annalena Baerbocks mittlerweile 7. Titelfehler, die grüne Kanzlerkandidatin führt den Titel LLM falsch. Ein Fehler im eigenen Curriculum kann ja schon mal passieren. Im Falle von Annalena Baerbock sind es aber bereits 7, wie Österreichs Plagiatsjäger Stefan Weber hier herausgefunden hat. Baerbock führt nämlich ihren Titel nicht so, wie es in Deutschland vorgesehen ist, wie Weber zuletzt herausfand. Die Summe an Fehlern ist es, die ihn hier so verblüfft. Und wenn wir uns die Summe einmal anschauen, dann haben wir hier die Liste an Delikten und die wird mittlerweile immer länger. Was Stefan Weber so verblüfft, heißt es, ist die Menge an Baerbocks Delikten. Er zählt sie auf. Vor der aktuellen Berichterstattung offenbar kein aktives Vorgehen gegen die mehrfache Falschzuschreibung eines Bachelors. Zweitens, die wiederholten Falschangaben der Studienfächer an der Universität Hamburg schon Jahre vor der aktuellen Berichterstattung nachweisbar. Drittens, vor der aktuellen Berichterstattung nämlich keine Angabe des Abschlusses der Politikwissenschaft in Hamburg nur mit einem Vordiplom. Viertens, Änderung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in Trainee. Fünftens, irreführende Angabe über den Doktorandenstatus, die ein weiterhin aktuelles Promotionsvorhaben suggeriert, obwohl das Promotionsstudium bereits 2015 mit Abbruch und unabgeschlossen beendet wurde. Sechstens, zweifelhafte Verwendung des Begriffs Völkerrechtlerin bei jemandem, der nach deutschem Verständnis allenfalls Politologin ist, zumindest aber keine Juristin. Und siebtens, und nun auch noch, die von der KMK ausdrücklich untersagte falsche Titelführung des LLM. 7 Mosaikstücke separiert betrachtet eher harmlos und die separierte Betrachtung war hier auch Gegenstand der bisherigen Baerbock-Verteidiger. Stefan Weber, ganz klar, zu viele Fehler. Webers Resümee, in Summe sind die Mosaikstücke allerdings bei weitem zu viel für ein höchstes Amt im Staat. Ihr seht, offenbar ist es gar nicht so einfach, einen Lebenslauf zu schreiben. Hier wurden offensichtliche und massive Fehler aufgedeckt. Aus der Völkerrechtlerin wurde eine Studienabbrecherin, die vielleicht in London einen dieser klangvollen Titel erworben hat, für den manche Ausländer viel Geld bezahlen. Aus der Brüsseler Büroleiterin einer EU-Parlamentarierin, unter der man sich jemanden vorstellt, der fließend Englisch und Französisch sprechen kann, wird eine Art Nebenbeschäftigung in Potsdam. Warum stellt sich Annalena Baerbock besser dar, als sie eigentlich ist? Es entsteht das Bild eines selbstverliebten Menschen, der die eigenen kleinen Tricks und Schummeleien gar nicht mehr als solche wahrnehmen kann. Dabei kennen wir das doch alle von Politikern, die vor Selbstbewusstsein nur so protzen, aufgeblasen vom eigenen Ich, dass man seine eigenen Fehler gar nicht mehr einsieht. Aber nicht nur das, auch bei ihrem eigenen Buch mit dem Titel Jetzt
nahm es die Außenministerin Annalena Baerbock auch nicht so genau wie bei ihrem Lebenslauf. Auch hier wurde massiv getrickst, geschummelt und teilweise abgeschrieben, sodass das Buch komplett aus dem Handel genommen wurde. Hier heißt es, Baerbock kann ihr Buch nicht retten und Verlag nimmt jetzt aus dem Handel. Annalena Baerbock gesteht indirekt, dass ihr Buch jetzt nicht zu retten ist. Das als Plagiatsammlung entlarvte Werk wird aus dem Handel genommen. Die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hatte gegenüber dem Verlag Ullstein erklärt, dass eine zeitnahe Überarbeitung ihres Buches jetzt nicht machbar sei. Das Buch wird darum vom Verlag aus dem Handel genommen. Und das berichtet buchreport.de und zitiert Baerbock mit den Worten: Wahlkampf und die nachfolgenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben nicht den Raum für die notwendigen Ergänzungsarbeiten gelassen. Es ist absehbar, dass sich dies in den kommenden Monaten hier nicht ändern wird. Das heißt wohl im Klartext übersetzt, das Buch, dem zahlreiche Plagiate nachgewiesen wurden, ist nicht zu retten. Im Juni hatte der Ullstein Verlag noch angekündigt, in Absprache mit der Autorin werden wir in einer möglichen nächsten Auflage sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im E-Book zusätzliche Quellenangaben im Buch ergänzen, so wie es unseren Standards bei Nachauflagen grundsätzlich entspricht. Aus Gründen der Transparenz, auch unabhängig von der rechtlich zulässigen Übernahme von Passagen aus Public Domains. Ihr seht, Annalena Baerbocks Buch jetzt wurde nicht nur aus dem Handel genommen, nein, hier wurde auch zum großen Teil gelogen, geschummelt und getrickst. Es wurde abgeschrieben, Texte übernommen und das Ganze ohne Quellenangabe. Da hat die Moderatorin absolut recht, wenn sie sagt, herausragende Ämter benötigen eben herausragende Persönlichkeiten. Doch wenn Annalena Baerbock eines bewiesen hat, dann dass gerade für das Amt der Außenministerin, also eines der wichtigsten Ämter, die Deutschland hat, in der man ganz klar und deutlich kommunizieren muss, diese Frau eben nicht geeignet ist. Egal ob Ostkokaine oder Bacon of Hope. Außenministerin Baerbock ist für ihre Versprecher berühmt. Kein anderer weltpolitischer Akteur liefert so viele Aussetzer wie Annalena Baerbock, außer vielleicht der 81-jährige US-Präsident Joe Biden. Die selbsternannte Völkerrechtlerin Annalena Baerbock, die an zwei Tagen hintereinander das Wort Präzedenzfall nicht richtig aussprechen kann, sondern es einen Präzedenzfall nennt, ein Wort, das eine Völkerrechtlerin kennen muss und sollte, bei der kann doch nur im Lebenslauf etwas nicht in Ordnung sein. Ja, was sagst du denn zu diesen Aussagen dieser Moderatorin? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne rein. Ich lasse wirklich alle Kommentare zu. Haltet euch bitte nur an die YouTube-Richtlinien und beleidigt niemanden. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like oder Abo dalassen. Teilt das Video auch gerne mit so vielen Leuten wie möglich, damit auch jeder diese Missstände hier sieht. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.